Dankeschön. Nämlich Shift Happens, Rubrik Nummer 2. Und wir hatten beim letzten Mal, nochmal klicken bitte, wir hatten beim letzten Mal ja hier schon angekündigt, es gibt ein Jahresendspecial. Und dieses Jahresendspecial bei Shift Happens versuchen wir immer so aktuelle Sachen zu bringen. Diesmal machen wir es anders. Und wir wollten mal uns überlegen, okay, was wäre denn mit eins der bestimmenden Themen dieses Jahr, wenn wir auch in die Nachhaltigkeitskrise oder Klimakrise hineingucken. Und das bestimmende Thema war aus unserer Sicht, bitte klicken Sie. Genau, das hier. Und zwar im Prinzip die Klimaproteste, die gibt es ja jetzt schon länger, aber sie haben jetzt halt eben eine alte Aktionsform, aber jetzt reaktiviert, nämlich zivilen Widerstand, dass man eben sagt, ziviler Ungehorsam. Und dass man eben sagt, okay, wir wollen den öffentlichen Ablauf halt eben stören, wollen aufmerksam machen, wollen damit Diskurs anregen, wollen vielleicht auch so ein bisschen klar machen, so, okay, es geht um was und so weiter. Also da gibt es ja verschiedene Gründe, warum man das Ganze macht. Und dieser Titel zeigt das hier schon, ne? Also da gab es auch genügend Zuschreibungen wegen RAF, dann heute die Razzia, dass man da irgendwie Studenten die Türen eintritt, von denen klar ist, wo wohnen sie, wer sind sie, was haben sie zu Hause, was sind ihre Motive, was sind ihre Forderungen. Also im Prinzip alle Ermittlungsziele sind schon da, man tritt denen trotzdem die Tür ein. So. Kann ja Sekundenkleber Genau, konfiszieren. das haben wir gefunden, die Penner. Nee, also das, also was man ja merkt ist, da gibt es einen ganz großen Widerstand. Und die Gründe dafür kann man in Episode 2 und 3 nachgucken. Darum soll es jetzt gar nicht gehen. Aber was ja immer wieder kommt, ist, und da kannst du jetzt Will einschalten oder Maischberger und so weiter, was dann immer kommt, ist dieses, naja, warum fordern Sie das denn? Es ist ja alles gar nicht so schlimm. Und wenn man jetzt in diese ganzen Prognosen reinschaut und was die Wissenschaftler sieht, da gibt es ja auch immer ein positives Szenario. Sondern sie denken ja immer viel zu schlecht. Sie müssen noch positiv in die Zukunft denken. Das ist der ganze Schmuh. Und das klingt immer so, als würde in 100 oder 300 Jahren irgendwann mal was passieren. Also da rutscht dann irgendwann der letzte halb verhungerte Eisbär halt irgendwie ins Wasser und er säuft. So, das ist ja irgendwie das Einzige, was passiert. Und dabei wird vergessen, dass wir auch heute schon Folgen haben des Klimawandels und der Nachhaltigkeitskrise, die heute einschlagen. Und die wollen wir uns jetzt mal, weil das ein schöner Jahresabschluss ist und auch so ein fröhliches Thema, einfach mal angucken. Du Es kommt verkaufst da. es gut. Nice, Dankeschön. Es kommt auf der übernächsten Folie eine Übersicht, wo die ganzen Sachen komplett entstehen. Ich habe jetzt eine Folie davor, wo wir jetzt so sturmgewittermäßig durch so ein paar Zeitungsausrisse gehen, damit jedem klar ist, dass es auch wirklich A, wahr ist, aber vor allen Dingen auch nachzulesen ist, dass wir das täglich geliefert bekommen. Es ist aber erst dann besonders gruselig, wenn man es im Kontext sieht. Und da klicken wir uns jetzt mal ein bisschen durch. Nee, maximal genau. So, also erstmal 5% der gesamten Waldfläche in Deutschland ist verschwunden. Das ist nicht dieses Jahr gewesen, sondern das ist jetzt ein Prozess der letzten 4 Jahre. Aber das ist trotzdem krass. Wald an sich ist halt eben auch so ein komplettes Biosphärengebilde. Also sprich, der kippt dann auch irgendwann um und ist dann weg. Und wenn du jetzt überlegst, 5%, das ist tatsächlich schon ganz schön was, ne? So, wir sind auf jeden Fall wieder live. Wir entschuldigen uns jetzt schon mal für die technischen Probleme, die wir nicht identifizieren können. Wir haben sie jetzt mal auf Zoom Schoben. geschoben. Genau. Vielleicht an der Stelle nochmal herzlichen Dank an Miriam, die jetzt aufgrund des abgebrochenen Streams tatsächlich ihren Zug bekommen muss. Also von daher nochmal virtueller Applaus im Nachhinein an Miriam für die tolle Präsentation. Und wir machen jetzt sozusagen weiter mit dem Jahresend-Special und übergebe. Ich glaube, wir sind rausgeflogen beim Thema Dürre und Ja, sehr gut. Ernte. Da würde ich jetzt genauer drauf wieder einsteigen. Ja, also Dürre beziehungsweise halt eben extremer Süßwassermangel in einigen Regionen Deutschlands heute schon ein Thema gewesen in diesem Jahr. Ne? Also mit irgendwie Rasen nicht sprengen und hier nicht duschen und so weiter oder da begrenzt auf 100 Liter und so weiter. Und das ist jetzt am Anfang der Klimakrise. So, und das hat natürlich dann auch Auswirkungen. Also einmal das, aber eben auch Wetterereignisse, Hitze, Shifting Seasons und so haben wir alles in der ersten Folge besprochen. Und das schlägt dann direkt durch, ne? Also dieses auf Maisernte, die dann eben unter Druck kommt, niedrigste Kartoffelernte und so weiter, gerade für Deutsche ja immer so ein Thema. Und wenn man dann immer an den Mann im Kreml denkt, wegen dem die Nahrungsmittelpreise so hoch sind und so weiter, das ist nur ein Teil der Wahrheit. Ein Teil davon ist auch eben, dass hier Nahrungsmittelversorgung jetzt zunehmend unter Druck gerät und das treibt natürlich mit der Zeit dann Preise so, ne? Also Kartoffeln sind irgendwie so glaube ich, jetzt vorhin erst gehört, ich glaube,
38% teurer geworden oder so. Das hängt halt eben auch mit solchen Sachen zusammen. Und wenn man jetzt eben in die anderen Teile Europas, wir sprechen ja hier, wenn wir über Nahrungsmittel sprechen, über einen globalen, beziehungsweise halt eben sehr stark vernetzten Markt, haben wir das eben in Spanien, wir haben es in Frankreich, wir haben es in Italien, so, ne, Getreideernte vertrocknet, schlimmste Dürre seit 70 Jahren. Das ist halt eben bei uns hier vor der Türe, genauso wie Bauern in Europa drohen starke Ernteeinbrüche. Das ist alles in plain sight. Das ist das, was heute passiert. Also wer immer sagt von wegen so, naja, sie denken ja an das schlimme Szenario. Nein, wir adressieren ein Problem, das heute da ist. Und wir sehen jetzt aber von Jahr zu Jahr werden jetzt die Probleme mehr, wie zum Beispiel 238.000 vorzeitige Todesfälle in der Eurozone. Das ist all das, was wir in der ersten Folge hatten mit eben Stoffen, die in der Luft herumfliegen und dann eben Menschen umbringen oder eben 100.000 Tote durch Hitze in Europa in diesem Jahr. Das ist nur das, was jetzt durch Klimawandel jetzt schon da ist. Und eben das Umweltministerium hat zusammen mit dem Wirtschaftsministerium mal gemeinsam berechnet, Hitze, Dürre, Starkregen, 80 Milliarden Euro Schäden durch Extremwetter in Deutschland. Das ist das, also jeder, der jetzt irgendwie sagt, von wegen so, dafür haben wir kein Geld, dem muss man das immer entgegenhalten. Ja, also wirklich das. Was ja aber gleichzeitig passiert ist eben, dass eben der letzte Rotorhersteller für Windkraftanlagen hier dicht gemacht hat. So, ne? Also man lässt dann, während man die Kohlepumpe rettet, lässt man das dann hier vor sich hin sterben. Okay, die wollten dann auch nicht mehr wirklich Hilfe und so weiter. So, aber die Gesamtsituation, die ist paradox. Was wir nämlich gleichzeitig machen, ist ja auch, dass wir halt eben Mineralölkonzerne subventionieren mit den sogenannten Tankrabatt oder halt eben, naja, eben weiterhin noch knapp hier über 60 Milliarden klimaschädliche Subventionen ja immer noch drin haben. So, also dieses Ganze, was wir haben, was hier adressiert wird mit Protest, es gibt gute Gründe dafür. Und diese Gründe sind halt eben nicht die lässlichen Hobbys von irgendwelchen Vorstadtkids, sondern das spricht, adressiert Probleme, die hier übersehen werden und im Diskurs nicht genügend in ihrer Vernetztheit betrachtet und diskutiert werden. Das heißt, dieses Jahresendrückblick mal zusammengefasst, heißt das. So, also wir haben einerseits die 238.000 Tote durch Luftverschmutzung, wir haben die 100.000 Tote durch Hitze in Europa. Davon sind jetzt 4.500 auf Deutschland entfallen. Wer dazu den ausführlichen Bericht sehen will, ich glaube, Tilo hat den aufgenommen in der Bundespressekonferenz, war, glaube ich, vor 6 Wochen. Da hat dann Lauterbach, Gesundheitsminister, zusammen mit dem Netzwerk Klug, Klima und Gesundheit und so weiter, so ein Netzwerk, das sich gebildet hat, dazu berichtet, zusammen mit dem Rockström vom PIK, und haben das dann sehr schön aufgezeichnet. Vor ein paar Jahren war da mal eine ganz interessante Gegenüberstellung. Das wird wahrscheinlich dieses Jahr nicht kommen. Da hatten wir noch mehr Hitzetote und das waren ziemlich genau doppelt so viele wie Verkehrstote. Das muss uns mal klar werden, was das eigentlich, ne, was das bedeutet hier. Wir haben 2,5 Gigatonnen Süßwasser verloren. Ich habe keine Vorstellung, keinen Maßstab, wie viel das ist. Also Grundwasser haben wir an einigen Stellen noch mehr verloren, aber dieses so, beziehungsweise halt hat sich verändert, weil das ja nicht wirklich komplett dann verschwindet, sondern wir haben jetzt so einen Gletscher auch, der verschwunden ist. Gletscher sind halt, wo das, was jetzt gerade halt eben tatsächlich Toteis ist, also dann abschmilzt, sich nicht wieder neu aufbaut. Das speist Flüsse. Wir haben eine ganze Menge Verdunstung, Vertrocknung und so weiter. Das regnet dann woanders ab. Das Wasser ist dann an anderer Stelle zu finden. Aber Deutschland gehört zu einer der Regionen weltweit mit dem höchsten Wasserverlust. Das, was diese 2,5 Gigatonnen Süßwasser sind, ist ungefähr im Prinzip der komplette Bodensee. Und das kommt dann auch nicht mehr wirklich komplett wieder. So, Wer also das ist. Mathematik bewandert ist, das bin ich nicht. Nur mal als Vergleich. Die Gigafactory in Grünheide, die ja im Zuge von Süßwasserknappheit in Brandenburg oder generell der Dürre ja immer wieder Thema ist, die jetzt auch nochmal ausgebaut werden soll, noch mehr Wasser braucht. Jetzt will Elon Musk irgendwie nach Wasser bohren irgendwo in Brandenburg, keine Ahnung, was so. Aber der jährliche angegebene Wasserverbrauch, der angegebene, also das, was wahrscheinlich Tesla angibt, ist 1,4 Millionen Kubikmeter. So, jetzt müsste man Kubikmeter in Tonnen wahrscheinlich umrechnen. Wie viel ist denn ein Kubikmeter? Wie gesagt, ich bin weder mathematisch noch physikalisch nicht bewandert. Kann ja mal der Chat in der Zwischenzeit so ein bisschen ausrechnen.
Ja, also das, was dramatisch ist dabei eigentlich so, weil das so Dinge sind, die sind uns eigentlich quasi wie im Überfluss vorhanden. Das ist die Art, wie wir sozialisiert sind. Und jetzt wird klar, das wird knapp. So. Und nicht erst in 20 Jahren, es wird heute schon knapp. So, das heißt also, diese ganze Sache, das gibt einen guten Grund. So, Ernteerträge hier ein paar Punkte aufgemacht, so minus 8% Weizen, niedrigste Erdbeerernte seit fast einem Vierteljahrhundert, Pflaumen minus 14, Zuckerrüben minus 10, Mais minus 50, minus 12 Kartoffeln und so weiter. Es gibt natürlich auch positive Effekte, ne? Also sich verändernde Bedingungen heißt ja nicht unbedingt, dass deswegen jetzt irgendwie alles nur schlechter wird, wie zum Beispiel Wein. Wein geht es besser. So, ne? Also bestimmte Trauben, bestimmte Früchte, halt irgendwie auch ein bisschen, eher so ein bisschen Zitrus. Früchten ähnlich sind, also die kriegen dann neue Bedingungen, genauso wie bestimmte Neophyten, Neobiota, also Pflanzen oder Lebewesen, die dann hier auch einwandern können und hier dann neues Leben finden und so weiter. Aber das, was wir hier gewohnt sind und so weiter, das verändert sich dann und in dieser Veränderung führt das natürlich dann durch Marktmechanismen dann eben dazu, dass sie jetzt erstmal teurer werden, weil sie knapper werden. Und das bedeutet eben auch, dass dieses ist ja nicht nur bei uns so, sondern das ist halt eben ein globales Phänomen, dass das am Ende bedeutet, dass an irgendeiner Stelle jemand nichts mehr zu essen hat. Und diese Menschen machen sich dann teilweise dann auf die Socken, um sich halt eine neue Heimat zu suchen. Das heißt also, alles, was wir die letzten Male schon erzählt haben, das verkörpert sich jetzt quasi schon ganz konkret, aber in der heutigen Zeit. Dann dieses, ja genau, 4.300 Hektar Wald in Deutschland verloren, seit 2018 5% der Waldfläche, 80 Milliarden Klimaschäden für die Gesellschaft Achso, und übrigens noch ganz kurz. Ich bitte. habe rausgefunden, wie wir 2,5 Gigatonnen Süßwasser verloren haben. Also tatsächlich verbraucht Tesla 1,4 Gigatonnen pro Jahr Wasser. Ja, das ist doch, also das Verbrauchen, ne, also Gebrauchen und Ja. Verbrauchen, worum Es es hier geht ja geht, in ist den ja wirklich, Kreislauf und so weiter. genau, So, so, ne. das müssen wir ja noch Aber das zurück. ist aber ist trotzdem krass, das in diesen Relationen zu sehen, ne. Also Ja. Industrieprozesse sind da krass, vor allen Dingen, weil Wasser für die Industrie viel, 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 viel günstiger ist als für den normalen Menschen. Wenn du dich erinnerst, Patrick, ich habe dir vor 8 Wochen oder so mal so ein Foto geschickt von so Vergleichen von Preisen, so zwischen so Barrel Öl, was ein Barrel Softdrinks kostet, ein Barrel Wasser, Barrel Mineralwasser und dieses Industriewasser steht ganz oben, weil das irgendwie so boah, tausendste Cent-Bereich ist oder so. Ja. Es ist unglaublich, wie stark das subventioniert ist. Ja. Und auch darüber muss man natürlich reden, dass das eben eigentlich eine Externalität ist, die eigentlich ja fast nichts kostet. So, und dann aber der letzte Punkt, Regenwasser, und das hatten wir in der ersten Sendung, ist so stark belastet, dass es nicht mehr bedenkenlos trinkbar ist. Das ist die Zeit von heute. Und jedes Mal dann, wenn jetzt irgendwie irgendjemand bei Anne Will oder so sich da hinsetzt und sagt von wegen so, ey, übertreibt doch, ist doch gar nichts los und ist doch nicht so schlimm und so weiter, dann müsste eine Redaktion in dem Moment eigentlich diese Sachen parat haben. Im Prinzip müsste es immer klar eine Gegenüberstellung geben zwischen diesem Durchhalteparolen Status quo und so weiter, dass er solche Sachen halt immer unter den Teppich kehrt und gleichzeitig den Leuten, die sagen, hey, wir haben ja echt einen Case. Ja, also das ist schon ein Punkt. Da müssen wir jetzt gleich mal eine schicke Infografik draus basteln und die bei jeder sich bietenden Gelegenheit den Leuten um die Hochhalten. Ohren hauen. Ja, das stimmt. So, und das Ding ist halt, dieses, was machen wir denn jetzt? Weil das ist ja so das Ende dieser ganzen Geschichte. Also jeder, der irgendwie Kinder hat oder vorhat, welche zu haben in Bälde, der sollte sich eine von zwei Sachen überlegen, vielleicht sogar beides. Nämlich das eine ist halt, aktivistisch tätig werden. So, und das meint halt eben zu zeigen, dass es einem nicht egal ist. Allein die Unterstützung dabei, sich da Nähe zu verschaffen, sich damit auseinanderzusetzen, ist schon mehr als das nicht zu tun. Das gibt auch ein gutes Gefühl im Sinne von, man wird zum Handelnden und nicht mehr zum Behandelnden. Man ist nicht mehr Opfer der Verhältnisse, sondern man wird halt eben stärker Protagonist. Das hatten wir beim letzten Mal auch in Klimapsychologie halt eben sehr intensiv besprochen. Und nur wenn sich genügend Leute dieser ganzen Sache anschließen, wird sich auch was verändern. Das heißt ja nicht automatisch jetzt eben da auf der Straße zu setzen, aber das heißt halt eben, es gibt auch eine ganze Reihe andere Formen, aktiv zu werden. Das müssen wir tun. So, und das Zweite ist halt dieses, was man eben machen kann, ist, den Kindern vielleicht ein Buch zu schenken über Überleben in einer +2-Grad-Welt. Also irgendwas, was sich mit Prepping auseinandersetzt, mit Beduinentechniken, mit Urban Gardening und so weiter, weil wahrscheinlich wird es in deren Leben nochmal relevant werden. Und das ist ziemlich traurig, wenn man sich das mal überlegt, weil unsere Eltern, die haben mal
gefroren und gehungert oder unsere Großeltern, sage ich mal. So, und wie soll es denn da unseren Kindern ergehen? Und wir haben jetzt noch die Möglichkeit, das abzuwenden, weil wir sind mittendrin schon dieser Veränderung. Die ersten Sachen haben wir gerade schon gesehen. Das wird noch schlimmer werden, zwangsläufig. Das ist halt nicht so, dass das auf einmal von alleine wieder weggeht. Und deswegen müssen wir klar machen, dass wir nicht Teil dieser ganzen Entwicklung sein wollen und dass wir damit nicht zufrieden sind. So sieht's aus.